Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Wir befinden uns immer noch in der Feste oder im Kastell von Halfdan. Und er sagte, wir sollten uns ein bisschen vergnügen. Ein bisschen, dem Fest frönen. Bevor wir dann mit ihm sprechen. Und ich denke mal, wir könnten hier anfangen. Der sieht aus, als hätte er... Willst du die Schnelligkeit deiner Fäuste prüfen? Ja, sehr gerne. Ich hämmere mit bloßen Händen Nägel ein und erwürge Seeungeheuer. Willst du dich trotzdem messen? Schnell und stark magst du sein. Doch es ist der Rechtschaffenste, der den Kampf gewinnt. So, ich bin immer noch nicht der Fan der Faustkämpfe hier. Vor allem nicht, wenn derjenige mit dem Hintern ins Gesicht springen will zuerst. Aber funktioniert doch ganz gut. Ja. Du hast gut gekämpft, Namenloser. Aber hier endet deine Legende. Nice. Okay, das hätten wir. Dann... Konnte man hier noch irgendwo saufen? Eine Etage weiter oben. Und würfeln konnte man auch. So wie Thor die Meere schluckte, vermag auch ich, viele Hörner zu leeren. Eine kühne Behauptung. Darauf trinke ich. Okay. Und Skull. Sabber nicht so. Okay, ist auf jeden Fall sehr knapp gerade. Verdammt. Oh, dieses eine Verdrücken. Wegen sowas haben wir das letzte Wetttrinken auch verloren. Oh, das wird so knapp, das wird so knapp. Bitte mach einen Fehler, Alter. Ah, nee, okay. Ich werde es aber nicht nochmal machen. Ja, so ein Mist aber auch. Mein Glück quillt über wie die Meeresflut. Nur das Schicksal kann mir den Sieg verwehren. Dann versuch es. Welches Schicksal halten diese Würfel für dich bereit? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Okay, Moment. Jetzt müssen wir noch ganz kurz gucken. Wir haben Thors Schlag, der Schaden verursacht. Dann Gesundheit herstellen. Und ignorieren. Ich weiß halt nicht, mit was er... Genau, kämpft. Entferne vom Gegner. Beim Gegner verursachter Schaden heilt dich. Boah, finde ich gar nicht mal so verkehrt. Das heißt, wir würden den mal rausnehmen und den reinsetzen. Und dann können wir mal reinstarten. Zahl? Nice.
Okay, wir kriegen zumindest einen, aber er klaut uns den sowieso. Kriegen wir gar keine Wappen hier? Was soll denn das? Ja, danke. Ach ja, alles klar. Wie super unnötig war das denn? Was haben ihm denn jetzt die Extrawürfel gebracht, bitte? Das ist gut. Okay, wollen wir was aktivieren? Wir haben jetzt 5 da liegen. Warte mal, jetzt ganz kurz mal rechnen. Wir haben 5 da liegen, bekommen jetzt nochmal 6 oben drauf, heißt 11. Er nimmt uns 2 weg, heißt wir haben 9. Wir nehmen ihm aber auch noch, das heißt wir haben 10, richtig? Das müsste also funktionieren. Die Würfel sind auf jeden Fall ausgelegt für Schaden machen. Irgendwie. So, an sich kann ich nichts aktivieren und lasse es deswegen auch. Er wird wahrscheinlich was machen. Macht mir ein bisschen Angst, ne? Der hat ziemlich viele da. Wir haben jetzt 4. Kriegen noch einen 5. Den nimmt er uns weg. Das heißt, wir haben wieder 4. Sechs, 7. Wir müssten bei 7 rauskommen. Könnten nochmal 2 Damage verteilen. Gleich habe ich dich besiegt. Es ist ein bisschen weird, dass er nichts aktiviert, aber naja. Jetzt geht er halt auf Vollangriff. Ja, wir legen einfach mal alles raus, komm. Nein, nicht doch. Ich bin sehr überzeugt, dass das jetzt funktionieren könnte. Sicherheitshalber gehen wir nochmal da drauf. Aber es brennt ja nichts mehr an. Quatsch, wir haben gewonnen.
Nice. Gibt's sonst noch Aktivitäten? Ach, da unten ist der Kämpfer, ne? So, nochmal saufen mache ich nicht. Und jetzt gehen wir einfach mal... falsch rum. Jetzt gehen wir einfach mal zu Halfdan. Nachdem wir hier gelesen haben. Gekritzel eines Dieners. Mildred, Liebes, gib gut Acht, wenn du Lord Halfdan bedienst. Er wird momentan aus geringstem Anlass ungehalten und wütet gegen alle. Vor 2 Wochen ließ er dieses arme Dienstmädchen in den Schweinestall werfen, weil sie ein Schlückchen Wein aus seinem dämlichen Einhornhorn verschüttet hatte. Ein Einhornhorn? Wo hatte das denn her? Rixige. König Rixige. Ah, Eivor. Dein Verstand wurde in Jofavix Rat vermisst. Ich bin im Geiste anwesend. Würdest du uns jetzt deine Weisheit leihen? Wir wissen einfach nicht, wie wir mit den Pikten im Norden umgehen sollen. Begegnet Eisen mit Eisen. Nur so geht es. Und mit diesem Festmahl bereiten die Dänen ihre Klingen vor. Wir kämpften gut und siegten. Morgen werden wir wieder kämpfen. Aber man muss sich auch die Zeit nehmen, um zu feiern. Ich verlasse mich auf dein Fachwissen. Hacken, hauen und so weiter. Genieß das Fest, Eivor. Wie wahr. Ich verfasse einen streng formulierten Protest. Der wirkt ein bisschen zittrig auf jeden Fall. Man sagt, Halfdan kann nicht lesen. Halfdan kann nicht lesen? Ja, umso besser. Hi. Wolfskönig. Ah, Eivor. Komm, lass mich dir ein Wunder zeigen. Hallo, Hundi. Großes Ansehen, hast viele Schlachten in ganz Englerland gewonnen. Doch nicht allein, nein, nein. Björn Eisenseite, der furchtlose Ober, Ivar der Knochenlose, Sigurd Schlangenauge. Alles große Krieger, meine Brüder. Gold ist gut und Schlachten besser, doch Ehre stirbt niemals. In den Hallen der Helden lebt ewig sie fort auf dem Rücken des Wagemuts. Zusammen eroberten wir, zusammen mit meinen Freunden, meinem Clan, Faravid allen voran. Ein Schwert macht noch kein Heer, Eivor. Selbst ein Held braucht treue Freunde, das habe ich nie aus den Augen verloren, niemals. Hast du Platz für einen weiteren unter denen, die du Freunde nennst? Was bedeutet dir Freundschaft, Eivor? Freundschaft lässt sich nicht in Worte fassen. Sie ist ein heiliges Band, eine unzerstörbare Kette. Die Worte einer Seherin, es ist wahrlich eine Art Magie. Du windest dich wie ein Aal in einem Korb, Halfdan. Wer hat dich gefangen? Freundschaft kann verderben, wie gammliges Fleisch. Nach all den Jahren wagte es, meine Hand zu beißen. Faravid? Er scheint mir ein guter und treuer Mann zu sein. Scheint, ja. So wie ein strahlender Himmel im Winter warm scheint. Aber es gibt Gerüchte über kleine Männer, die im Dunkeln Verrat planen. Hast du einen Beweis für seine Schuld? Noch nicht. Hier wirst du Teil meiner Saga. Finde heraus, ob Faravid sich gegen mich gewendet hat. Dann sprechen wir von Schwüren. Wo soll ich beginnen? Gib mir einen Anhaltspunkt.
Sieh dir das an, von einem Meereseinhorn. Ich seihe meinen Met und fein damit. Ich habe von solchen Tieren gehört. Sie schwimmen unter dem Eis, jenseits der Grenzen der Welt. Und ihre Hörner schützen vor Gift. Glaubst du etwa, dass Faravid dich vergiften will? Ich fürchte, er hat es versucht. Zahllose Male. Und immer erfolglos. Du glaubst mir nicht, aber ich kenne ihn. Seine Weingeschenke, sein offenes Lächeln, sein Neid, seine Ränke. Finde die Wahrheit, grabe seine... Bringe seinen Verrat ans Licht. Warum betraust du mich mit dieser Aufgabe? Jofavik, du hast den Machenschaften von Audern und seinem Ratten hier ein Ende gesetzt. Das schaffst du hier auch. Wie ein gutes Schwert hat auch die Ehre zwei Schneiden. Ich helfe dir. Faravid ist auf dem Weg zu seinem Lagerfluss aufwärts. Schließ dich seinem Kriegstrupp an und suche so, dass er nichts merkt. Und wenn ich nichts finde? Wenn er ein guter und treuer Mann ist? Das wäre besser, viel besser. Nun gut, ich finde, was ich finde und kehre dann zurück, mein Freund. Lass dich von Faravid nicht täuschen. Er verheimlicht etwas. Okay. Ja, gut. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der gute Halfdan noch alle beisammen hat, irgendwie. Ja, gut. Warum ich das jetzt so mache, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie macht das Bock. Gut, das heißt also mal wieder bespitzeln, Leute verhören, schauen, was sich so hier ergibt. Und anzünden. Sich selber anzünden. Immer gute Hobbys. Alles klar. Und schauen wir uns mal ein bisschen hier um nochmal. Oder auch nicht. So, finde Faravid und sprich mit ihm. Sein Lager ist, ist nahe der südwestlichen Grenze Jofovics. Okay. Wir haben es auch schon gesehen. Ist ein bisschen weiter weg auf jeden Fall. Wir können mal auf der Karte gleich schauen. Nachdem wir erstmal Fertigkeitspunkte verteilt haben. Und natürlich hier mal geschaut haben. Ins Inventar schauen wir auch nochmal rein. Gut, und wir schauen mal auf der Karte, ob wir irgendwas noch finden. Das sieht doch sehr gut aus hier vorne. Aber es sieht auch danach aus, als müsste man vielleicht nochmal einen Dingenspunkt finden, ne? Einen Synchropunkt hier vorne. Aber gut, wir gehen erstmal in diese Richtung. Also kommen ja eh dran vorbei. Da kann man auch nochmal saufen. Vielleicht können wir es da nochmal versuchen. Aber ich habe das Gefühl, das wird immer schwieriger und man darf sich wirklich gar keine Fehler erlauben. Weil der Typ jetzt eben bei den Festlichkeiten, so heißt das. Der hat sich ja wirklich auch gar keinen Fehler erlaubt, ne? Der hat ja wirklich gesoffen einfach und fertig. Der hat mich aber sehr, sehr, sehr schnell gesehen. Möchte ich mal behaupten. Eine Luchspfote und Leder. Perfekt.
So. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall wieder ein Langhaus. Klar. Tadennishilf. Können hier wieder Jomswikinger anheuern. Hier lässt sich saufen. Als könntest du ein paar Hörner stürzen. Was sagst du? Kipp ist schneller hinter als ich und du gewinnst. Zeig mir dein Silber. Machen wir's spannend. Nicht so waghalsig. Trinken wir. Du denkst, du bist trinkfest? Beweis es. Oh, aus Kelchen. Das kann ich nicht. Aus Kelchen kann ich nicht. Da. Runter damit, nicht verschütten. Oh Gott, jetzt sehe ich das erst wie viele. Naja, komm, ist schon vorbei. Dann breche ich es ab. Macht keinen Sinn. Ich kann es einfach nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr. Mein Herz. Alcuin, mein Liebster. Ich bin's. Ich bin hier. Ich habe dir sogar ein Gedicht geschrieben, wie du es magst. Willst du es nicht hören? Bist du hier, um mir Alcuin auszuspannen? Oh. Ich würde es verstehen. Sein hübsches Gesicht lässt keinen kalt. Herzschmerz. Neben einer Blume wie ihm bin ich ein Wurm. Meine Worte berühren ihn nicht. Er ist unbeweglich. Das waren die falschen Worte. Wie bitte? Na, wenn du so eine Dichterin bist, hilf mir, die Tür zu seinem Herzen zu öffnen. Warte einen Augenblick. Ich denke mir etwas Gutes aus. Deine Sternaugen sind wie Teller mit Sternen darauf anstelle von Wir schauen uns um. Bertha, bitte. Besser mit frischem Ale. Wer auch immer hier liegt, mag starke Getränke. Mhm. Es gibt doch bestimmt noch mehr Hinweise. Fleckige Tagebuchseite. Herr im Himmel, erhöre mich. Ich bin ein einfacher Mann mit einem großen Ziel. Ich will das beste und stärkste Bier im ganzen Land brauen. Aber andauernd werden mir Versuchungen vor die Füße geworfen. Ist das eine Prüfung, Gott? Mein flottes Aussehen scheint das halbe Dorf anzulocken. Bitte lasse sie ermüden, denn ich bezweifle, dass irgendeine von ihnen meine Bedürfnisse versteht und meinen Traum gemeinsam mit mir verfolgen wird. Gut, sie muss einfach nur sagen, ich liebe dein Bier. Oder dein Ale, wie auch immer. Säcke mit gemalzter Gerste und Hopfen. Und zwar vom Feinsten. Dieser Alebrauer versteht sein Handwerk. Gut. Jetzt aber. Ich glaube, ich weiß, was du sagen musst. Dann lass mal hören. Du sagst, er sei Bierbrauer. Rühme seine Handwerkskunst. Du gerissener Teufel! Warum ist mir das nicht eingefallen? Lasset mich dichten, von einem Bier euch berichten. Ein jeder, der es trank, möchte nie mehr verzichten. So trinken Herren und Knechte, sogar des Königs Gäste, weil's so köstlich ist. Alcuins Ale ist das Beste. Diese Worte über mein Ale, gesungen von einem Engel mit honigsüßer Stimme. Wer von euch sang diese hübschen Worte für mich? Sie hat diese Worte gedichtet und sie dir vorgetragen. Ich wusste gar nicht, dass du solch wundervolle Verse schreibst, Bertha. Komm rein. Ich will mehr hören. Ich danke dir von Herzen.
Nimm diese Dinge, die ich für Alduin gemacht hatte. Ich brauche sie wohl nicht mehr. Okay, Herzschmerz und andere Peinlichkeiten. Kannst du mir was schicken von die Bier, die so schön hat geprickelt in meinen Bauchnabel? Das war jetzt gerade genau das, was ich im Kopf hatte hierzu. Holy shit. Okay, er ist einfach pennen gegangen und sie steht im Raum. Also wenn das das ist, was du unbedingt wolltest, dann... Prost Mahlzeit. Also Prost Mahlzeit im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auch schön, ne? Ich mag dein Bier. Oh Gott, ich liebe dich. Ah, herrlich. Aber bringt halt nur nichts, wenn sie überhaupt kein Interesse an Bier hat, ne? So. Was war das denn jetzt gerade für ein Musikwechsel? Das war ein bisschen weird jetzt. Autsch. Ich verstehe gerade selber nicht, warum ich nicht einfach mit dem Pferd unterwegs bin. Aber jetzt ist ja eigentlich auch schon wieder fast egal, weil wir sind schon da, fast. Also, ne? Jetzt brauche ich mein Pferd auch nicht mehr. Im Grunde genommen. Ich bräuchte gleich Sühnen vielleicht, zum Finden des genauen Gebiets. Aber selbst das könnte Schwachsinn sein. Auf jeden Fall ist jetzt hier die Karte aufgedeckt. Obwohl, vielleicht ist es doch nicht so Schwachsinn, Sühnen hier einmal zu bestellen. Lager sein. Da hast du gut aufgepasst, Eivor. Kalt und schmutzig. Hier bin ich richtig. Stürz dich doch ins Ginnungagap, du Bastard! Ich bin kein Hund! Und trotzdem bellst du schon wieder. Faravid! Ah, Eivor. Wie schön. Gefällt dir Doncasters Gastfreundschaft? Eine Krähe, die angeflattert kommt, wenn Halfdan pfeift, kommt nicht unbedingt in Freundschaft. Ich wäre vorsichtig. Halfdan und ich haben geredet. Na und? Das ist unser Kampf, unsere Gelegenheit für Ruhm. Flieg nach Hause, Krähe. Leih mir ein Messer, Faravid. Ohne Eier werden Welpen ruhiger. Ulf, verpiss dich. Kleine Wir sehen Männer, uns noch, Ulf. Große Klappe. Und, war Halfdan großzügig? Hast du bekommen, was du wolltest? Wenn ich euch im Kampf gegen die Pikten unterstütze, werden Halfdan und ich Freundschaft schließen. Also weise mir den Weg, Faravid. Die Pikten haben das Kloster überfallen und alles Gold und Silber geplündert. Die Sachsen bauen mehr Kirchen als Scheunen und füllen sie mit Mönchsherden. Ja, Klöster sind reizvolle Ziele, nicht nur für uns. Wir haben die Pikten in den Norden verfolgt. Ich kenne den Ort. Meine Leute haben Elmet vor kurzem überfallen. Dann labten sie sich an den Knochen deines Festmahls. Ich bin bereit. Bringen wir sie unter die Erde. Halfdan hat dich nicht geschickt, um in diesem kleinen Scharmützel zu kämpfen. Warum bist du wirklich hier, Eivor? Du zweifelst an meinem Wort? Du gabst es mir nie. Dann gebe ich dir mein Wort, Faravid. Ich bin hier, um Pikten zu bekämpfen. Zu den Waffen! Erlegen wir diese Pikten! Ja! Passt auf, in den Kampf! Wäre ich nur in Doncaster geblieben. Okay. Mehr Met, weniger Pikten. Für Wachdienst gibt es keinen Ruhm. Vorwärts!
Die Pikten sind gleich davor. Geh voran, wir geben dir Rückendeckung. Okay, Moment. Den da oben könnte ich wegholen. Ohne gesehen zu werden. Eventuell. Die kann ich alle wegholen. Verschlagenes Pack. Meister der Hindernis. Gib auf dich acht. So, ihr müsst aber auch noch genug sehen eigentlich. Boah, das sind aber schon so ein paar, ne? So, er wird zu dir kommen, sobald die Fackel erhoben wird. Autsch. Ist gerade so ein bisschen unübersichtlich, ehrlich gesagt. Okay, Fackel. Jetzt doch da lang. Haben die jetzt alle platt gemacht oder was ist los? Ah, okay. Bist du der Einzige hier? Wir haben es geschafft. Das war gute Kriegskunst. Diese Höhle ist ein Durchgang. So überwinden die Pikten den Berg. Ein Geschenk. Du verfolgst sie durch die Höhle. Wir gehen außen herum und schnappen alle, die entwischen wollen. Okay. Zaubererhöhle. Das ist doch die, in der wir schon... da sind wir schon mal durchgelaufen. Exakt derselbe Weg. So, nochmal gucken.
Hier ist echt sonst niemand. Oder geht's da noch mal rein? Nö. Aber es kommt mir gerade nicht so vor, als würde ich denen folgen, ehrlich gesagt. Also als würde ich irgendwem folgen. Das fühlt sich nicht so an. Nochmal Titan, danke. Haben wir beim ersten Mal ja schon gekriegt. Drudenfluch kennen wir auch schon. Gute Gottesfürchtige überfallen. Ich sollte zu Hause schmausen, statt hier auf der falschen Seite der Mauer herumzulungern. Ha, halt's Maul. Bald vereinen wir uns mit unseren Freunden. Dann schmausen wir wie Könige. Denk an meine Worte. Falsche Seite der Mauer. Ja, bitte halt. Nehmt aus Steinwege mit, was ihr tragen könnt. Diesen Winter führen wir Krieg, doch werden wir im Kampf gegen die Dänen nicht allein sein. Niemand unterstützt die Pikten bei ihrem Kampf. Nur wer? Hm. Okay. Also für die beiden sind wir jetzt einfach hier durch. Hat sich ja gelohnt. Ja, Eivor, schön. Hat sich ja gelohnt. Ich meine, klar, wir haben jetzt Infos, aber... Die Pikten sprachen von Steinwege, ihrem Lager. Das ist im Norden. Dort ist vielleicht ihr Anführer. Haltet sie auf, bevor sie Steinwege erreichen! Boah, Alter. Ja, super. Die eigenen Leute würde ich nicht unbedingt treffen. Und keine Pfeile mehr. Ja, ja, ich komme sofort mit. Aber komm, das war eine gute Aktion jetzt gerade, oder? Das war eine gute Aktion mit dem Pferd. Faravid? Warum denn so weit außen rum? Im Winter nicht oft auf Raubzug. Ihre Späher sind tot. Die Pikten werden nicht wissen, dass wir hier sind. Die Hornissen haben uns zu ihrem Nest geführt. Da oben ist mehr als nur ein Anführer. Sieht wie das Kriegslager eines Heeres aus.
Aber würden die Pikten es wagen, im Winter anzugreifen? Halfdan zufolge nicht. Und die Pikten könnten das zu ihrem Vorteil nutzen. Finden wir es heraus. Warum führen die Pikten im Winter Krieg? Sie müssen einen Grund haben. Etwas, wofür es sich lohnt. Auf jeden Fall sehr weirde Kameraführung gerade. Okay, finde und töte den Anführer der Pikten. Und ich glaube, das ist was, was wir in der nächsten Folge angehen könnten. Weil das sieht nach etwas Größerem aus. Also gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Assassin's Creed Valhalla und dann räumen wir das Piktenlager. In dem gerade, glaube ich, schon geschnetzelt wird. Wir schauen einfach mal, da sind auch noch welche im Busch, also keine Ahnung, irgendwie wird hier 50-50 gekämpft. Wir binden uns also beim nächsten Mal damit ein. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.